Eine sehr kuriose Saison, muss man sagen. Jetzt gibt es sogar Gerüchte, dass dein Vorgänger dein Nachfolger werden könnte, Julian Nagelsmann. Kannst du das vorstellen? Kein Kommentar. Bayern Insider. Der Fußball-Podcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern. Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei Bild. Danke, dass du reinhörst. Da müssen wir mal ganz ehrlich sein, es war wirklich eine frustrierende Woche für den FC Bayern. Zum einen das 0:2 zu Hause gegen Dortmund nach 8 überzeugenden Heimspielsiegen gegen Dortmund. Diese Pleite, aber natürlich besser jetzt als in der anderen Saison, denn nach oben, da müssen wir wirklich sagen, da geht nichts mehr. Leverkusen sehr, sehr souverän, aber die schlechtere Nachricht, die kam natürlich aus Leverkusen selbst. Ich hatte den Podcast aufgenommen und du hast ihn vielleicht schon am Mittwoch gehört, vielleicht auch am Donnerstag, aber am Freitag, wer es nicht gehört hat, habe ich noch ein Update gemacht. Und zwar, du hast es mitbekommen, Xabi Alonso, der hat dem FC Bayern abgesagt. Und bei so einer Absage, da kann man natürlich die alte Bayern-Insider-Folge so nicht stehen lassen. An der Stelle möchte ich wirklich sagen, und ich habe es Xabi auch geschrieben, Respekt, also ich bin nicht sauer, dass er nicht Bayern-Trainer wird. Nein, ich hatte ihn so eingeschätzt, wenn ich es einem zugetraut hatte. Ich hatte auch ein Interview in England gegeben, also 9 von 10 Trainern hätten natürlich Ja gesagt bei Bayern oder bei Liverpool. Aber bei ihm, da war wirklich immer so eine Restchance, dass er wirklich bleibt, weil er ist ein Typ, der einfach Ehrenmann ist. Das muss man ganz klar sagen. Und er hat es ja schon mal, wir haben es hier da auch schon mal diskutiert, gemacht, wie er Max Eberl abgesagt hat, wo er nicht nach Gladbach ist, wo er lieber bei der zweiten Mannschaft von San Sebastian geblieben ist. Und ich finde es ja spannend, ich möchte Leverkusen auch in der nächsten Saison sehen mit Xabi Alonso, ob sie dieses Niveau halten können, ob sie Bayern nochmal wirklich Konkurrenz liefern können oder ob die Bayern einfach diese Saison so schlecht waren, wie wir sie eingestuft haben. Und wer, wie du, den Bayern Insider kennt, der weiß, eigentlich blicke ich immer lieber nach vorne, lass das letzte Wochenende Revue passieren, nur ganz kurz, aber diesmal müssen wir es natürlich ein bisschen aufarbeiten. Und das habe ich getan nach dem Spiel gegen Dortmund mit Max Eberl, weil diese Absage, diese Niederlage, die hat natürlich einige Fragen ausgelöst und Max Eberl, der ist genau der richtige Mann, um diese zu beantworten. Deshalb hören wir da mal rein. Bayern Insider. Max, 0:2 im Klassiko. Wie enttäuscht bist du heute? Sehr. Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Wie was ist denn schiefgelaufen? Ja, ich glaube, wir haben alle das Spiel gesehen, ne? Und das war jetzt auch generell vom Niveau nicht der Klassiker, den man eigentlich kennt aus der Vergangenheit. Dortmund hat es gut runtergespielt, haben gut verteidigt, machen aus ihren wenigen Torchancen sehr effizient 2 Tore. Und all das machen wir nicht. Wir spielen nicht gut Fußball, wir spielen sehr fehlerhaft, sehr unkonzentriert, nicht mit der Energie, nicht mit der Spannung, die du in so einem Spiel brauchst, auch bei den Torchancen, nicht zwingend, dass wir das Tor machen wollen. Ja, und dann gehst du als Verlierer vom Platz und das ist halt für uns alle extrem enttäuschend. Thomas Müller hat davon gesprochen, man war nicht gallig genug. Kannst du erklären, wie eine Mannschaft in so einem Spiel, wo es wirklich immer um Prestige geht, das passieren kann? Nein, aber das muss sich dann auch jeder Spieler auch hinterfragen, warum er es dann nicht ist. Also am langen Ende, man kann immer über einen Trainer schimpfen, man kann den nächsten Trainer rausschmeißen, aber am langen Ende sind die Spieler auf dem Platz. Und die Spieler müssen auf dem Platz auch ihre Leistung bringen, die sie imstande sind zu bringen. Und das haben sie eben nicht getan heute. Würdest du denn Leverkusen jetzt bei 13 Punkten Abstand schon zur Meisterschaft gratulieren? Gratulieren tust du dann, wenn es nicht mehr möglich ist, aber das war definitiv wahrscheinlich heute der letzte große Schritt, den sie getätigt haben. Der FC Bayern ist näher am Platz 5. Morgen kann Stuttgart auf einen Platz, einen Punkt rankommen. Macht dir das ein bisschen Sorge? Das sollten wir alle im Kopf haben. Also ich weiß, Bayern München steht natürlich immer für den Blick nach oben. Den Blick nach oben, der ist momentan meilenweit entfernt. Also wir sollten schon gucken, dass wir jetzt dann langsam auch unsere Punkte machen, um nächstes Jahr sicher in der Champions League zu sein. Du hast gerade das Stichwort Trainer angesprochen. In dieser Woche war natürlich ein anderes großes Thema. Alonso bleibt bei Leverkusen. Wie hast du das aufgenommen? Es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass er so ein bisschen auf der Wunschliste FC Bayern stand. Tatsächlich haben wir ja immer wieder gesagt, dass wir ausloten, was möglich ist. Und natürlich weiß ich, die Öffentlichkeit war extrem offensiv. Es war Wunschszenarien, die sich dargestellt haben. Und das habe ich auch alles vernommen, wurde auch immer wieder konfrontiert. Aber ich habe im Grunde meine, oder Christoph und ich haben unsere Liste, wo wir erstmal abgeklopft haben. Und deswegen war auch die Entscheidung von Xabi nicht überraschend für uns, sondern wir arbeiten schon lange in eine andere Richtung und versuchen, die dann zu realisieren. Du sagst, es war nicht überraschend. Habt ihr vielleicht eine kleine Vorabinformation von Xabi bekommen? Er wollte auf der Pressekonferenz aus Höflichkeit den Vereinen gegenüber darauf nicht antworten.
Naja, also es ist ja normal, dass es meine Pflicht ist, abzuklopfen, Möglichkeiten abzuklopfen bei unterschiedlichsten Trainern. Wenn ich das nicht täte, dann würde ich meiner Pflicht nicht nachkommen. Aber nach dem Abklopfen haben sich einige verabschiedet und deswegen sind wir in anderen Linien unterwegs. Du hast schon den ein oder anderen gestrichen. Also Sebastian Hünner steht nicht mehr drauf, Xabi Alonso steht nicht mehr drauf. Ein Name, der in der Woche jetzt aktuell wurde, ist Julian Nagelsmann, quasi der Vorgänger von Thomas Tuchel. Jan-Christian Dresen hat schon mal gesagt, es kann irgendwann mal passieren. Ist es denn aktuell vorstellbar? Ist es einer, mit dem du sprechen würdest oder gesprochen hast? Ich verstehe, dass das die Öffentlichkeit extrem großes Interesse hat, was wir tun in Zukunft. Aber ich hoffe, das seht ihr mir nach, dass ich jetzt zu keinem Namen, weder zu Julian noch zu den anderen, die du mich gleich fragen könntest, irgendwas sagen möchte. Wir versuchen unseren Job zu machen, versuchen für die neue Saison den richtigen Trainer zu finden, um dann eben anders in die Meisterschaft zu gehen. Als letzte Frage, müssen sich die Bayern-Fans ein bisschen Sorgen machen, dass die Liste zu klein wird oder kannst du sie beruhigen, dass noch jede Menge Trainer draufstehen? Es stehen noch genug drauf, aber der Kreis, den wir wollen, der war immer sehr, sehr klein und den versuchen wir zu realisieren. Max, vielen Dank für das Gespräch. Bayern Insider. Max Eberl hat die Trainerliste also eingeschränkt und ich habe natürlich Verstärkung geholt. Tobi Altscheffel ist bei mir und wir sprechen natürlich über die Trainerliste. Tobi, was sagst du? Bei Julian Nagelsmann, da hat er nicht wirklich Nein gesagt. Ja, und der Name Julian Nagelsmann fällt natürlich im Moment sehr, sehr häufig. Also wir haben ja schon berichtet, es gibt Kontakt zwischen den Bayern und zwischen der Nagelsmann-Seite, zwischen Nagelsmann selbst. Ich glaube, Max Eberl fände diese Lösung ganz gut. Also das heißt, dass er ihn sehr hoch rankt. Und was es jetzt von der Bayern-Seite auch immer wieder heißt, wenn man dem Julian Nagelsmann jemanden an die Seite stellt, einen erfahrenen Mentor sozusagen, so wie das jetzt Rudi Völler bei der Nationalmannschaft für ihn ist, könnte vielleicht Uli Hoeneß beim FC Bayern sogar sein, dann hätte er die Führung, die er braucht. Mentor könnte natürlich auch der Co-Trainer sein, da gibt es ja auch mehrere Varianten. Sandro Wagner macht es ja wirklich sehr, sehr gut bei der Nationalmannschaft. Ich wäre auch immer darauf angesprochen, Hermann Gerland soll zurückkommen. Ja, Hermann Gerland hat sich, glaube ich, zuletzt nicht im Guten vom FC Bayern getrennt. Also ich kann mir das schwer vorstellen, dass er jetzt zurückkehren würde zum FC Bayern. Bei Sandro Wagner, der ist, glaube ich, für Julian Nagelsmann sehr, sehr wichtig, aber wird auch beim DFB hoch geschätzt. Also ich glaube, der müsste sich dann entscheiden, will er mit zu den Bayern oder sieht er vielleicht sogar die Chance, wenn Nagelsmann geht von der Nationalmannschaft, dort eins nach oben zu rücken und so eine Art ja Übergangsbundestrainer zu werden. Tja, Übergang und dann Jürgen Klopp 2025. Das würden natürlich auch viele Fans wirklich sehr, sehr cool finden. Tobi, wenn wir jetzt Julian Nagelsmann da oben drin haben und Eberl sagt, die Liste ist klein, Roger Schmidt, der ist auch drauf. Ja, der ist drauf. Der hat nachgewiesen, dass er Titel holen kann, hat in Holland, in Portugal und in Österreich die Meisterschaft geholt. Wäre, glaube ich, ein Trainer, der auf die Transferpolitik nicht allzu viel Einfluss nehmen möchte, aber ist auch nicht der einfachste Charakter. Also da würden sich die Bayern schon jemanden holen, der ab und zu mal aneckt oder auch sehr schnell sich intern über Dinge beschwert, die nicht so laufen, wie er sie vielleicht gerne hätte. Ja, Tobi, dann könnte man ja sagen, dann können Sie ja gleich Ralf Rangnick holen. Ja, Rangnick hört man doch immer, immer häufiger. Es ist spannend, die Personalie, weil was wir von den Bayern auf jeden Fall wissen, sie wollen ein Langzeitprojekt. Also es geht jetzt nicht darum, dass man sich eine Übergangslösung holt und sagt, man wartet bis 25 und schaut dann, ob Alonso frei wird, ob Jürgen Klopp vielleicht Bock hätte. Nein, man will einen für eine längere Zeitspanne. Und wenn man Rangnick holen würde, ich glaube, den kann man sich nur holen, wenn man sagt, man setzt voll auf ihn und man setzt voll auf einen Umbruch. Allerdings würde der dann, glaube ich, nicht gemütlich werden, dieser Umbruch. Ja, also klares Konzept der Bayern, wie in alten Zeiten. Man holt einen Trainer, der muss mit dem Material arbeiten, das da ist, aber soll nicht in die Transferpolitik reinsprechen. Da haben sie mit Thomas Tuchel jetzt auch schlechte Erfahrungen gemacht. Tobi, einer, den haben wir immer, immer wieder diskutiert und man scheint sich bei Bayern nicht wirklich einig zu sein. Das ist Roberto Di Zerbi. Lange galt er als Wunschkandidat, aber wir haben es auch schon mal gesagt, dieser Trainerstab, den er mitbringen will, das könnte ein No-Go sein. Ja, es heißt, dass er 6 Co-Trainer oder Assistenten mitbringen will, die wie er Italiener sind. Damit haben die Bayern jetzt nicht die besten Erfahrungen gemacht, wenn ein Trainer darauf besteht, dass so viele Assistenten mitkommen. Überhaupt diese Sprachbarriere, also sein Deutsch ist natürlich nicht existent bis jetzt. Englisch ist eher rudimentär und die Verständigung ist schon ein wichtiger Faktor. Also man macht sich über viele Dinge Gedanken bei den Bayern, nicht nur Spielstil, nicht nur Auftreten, sondern auch
Teamfähigkeit, wie kann er eine Mannschaft führen, Leaderfähigkeit, aber wie kann er auch mit Medien, mit Öffentlichkeit kommunizieren. Also ich glaube, das wird alles bedacht bei der Trainersuche. Tja, und das ist das Interessante momentan. Eigentlich hätte man sich ja schon längst auf einen Kandidaten verständigen können. Wir haben jetzt 4 genannt, aber bei allen 4 gibt es keine Einigung bei Bayern. Und man muss sagen, das ist ja immer das große Credo. Auch früher, das war schon unter Hoeneß, Rummenigge und damals auch noch Hopfner so. Die haben gesagt, die haben immer 3 Namen in den Hut geworfen, sinnbildlich, und wenn 3 gleiche Namen drauf standen, dann haben sie es gemacht. Momentan, glaube ich, sind bei allen, die da mitreden, und da muss man sagen, da sitzt ja auch Karl-Heinz Rummenigge noch mit an Bord, Uli Hoeneß mit an Bord, Max Eberl Freund arbeiten es aus, Dresen als Vorstandsvorsitzender, Heiner als Präsident, da sprechen natürlich schon einige mit, aber die wirkliche Wunschlösung, die haben sie sich noch nicht erarbeitet. Ja, das muss man sagen. Also die Wunschlösung wäre Xabi Alonso gewesen, aber da hatte Max Eberl als eine seiner ersten Tätigkeiten als Sportvorstand, hat mit dem Berater von Xabi Alonso, mit Ibanez, telefoniert, und da war dann klar, das wird eher nichts. Daher musste man sich umsehen, was die beste Lösung wäre. Und wie du sagst, die eine klare Nummer 1, die gibt es jetzt nicht. Es gibt viele Pro und Contras, und bei dem, wo es vielleicht die wenigsten Kontras gibt und wo man sich dann einigen kann, auf den geht man dann voll drauf. Aber es ist auch klar, dass die Bosse da dann, wenn sie sich für einen entscheiden, im Kopf schon haben, der sagt ja, also eine erneute Absage in Anführungsstrichen holen sie sich nicht. Sie gehen nicht auf jemanden, wo die Gefahr besteht, dass der dann nicht zu den Bayern kommen möchte. Ja, und ein Jahr, das braucht sie auf jeden Fall, weil ohne dieses Jahr geht beim FC Bayern bekanntlich nichts. Und das ist einer, der hat sich wieder mal zu Wort gemeldet. Und das ist natürlich ein wunderbarer Anlass für eine unserer Lieblingsrubriken. Und deshalb sprechen wir jetzt über Uli Hoeneß. Bayern Insider. Hoeneß TV. Neues vom Tegernsee. Uli Hoeneß hat ein großes Interview gegeben, und zwar bei BR24 im Bayerischen Rundfunk. Und ich kann ohne Bescheidenheit sagen, wir waren darin auch ein Thema. Und deshalb ist es ein Grund, warum wir das heute ein bisschen aufarbeiten wollen. Und es geht natürlich auch um Trainer. Aber hören wir doch mal rein. Nein, die Medien sind untrainierbar. Die haben nämlich überhaupt keine Geduld mehr. Wenn man früher hat mal einen Trainer, ein Ottmar Hitzfeld, hat man auch 2, 3, 4 Spiele verloren. Dann ging es wieder weiter. Ja, das, aber heute, wenn wir 2, 3 Spiele verlieren, wird die Trainerfrage gestellt. Und deswegen ist es besonders schwierig, beim FC Bayern zu trainieren. Tobi, also halten wir fest, nicht die Bayern-Trainer oder die Bayern-Mannschaft sind untrainierbar. Es sind wir Medien, weil wir keine Geduld mehr haben. Ist das richtig? Ich weiß nicht, ob die Geduld bei uns weniger geworden ist, als sie früher war, und ob die Diskussionen früher anders verlaufen sind als jetzt. Aber ich weiß gar nicht, ob wir trainiert werden müssen oder ob das Sinn und Zweck der Sache ist. Ja, wir kritisieren natürlich, und ich glaube, bei Bayern wurde schon immer sehr schnell auch kritisiert. Ja, man muss auch sagen, Uli Hoeneß hat es ja selber dann gleich im gleichen Satz wieder eingeschränkt und gesagt, beim letzten Trainer, da waren wir vielleicht doch selber ein bisschen voreilig. Wir haben es ja damals vermeldet, Tobi, und ich weiß noch, wie wir die Nachricht bekommen haben, dass Julian Nagelsmann entlassen wird, waren wir beide so baff, dass wir es eigentlich selber erstmal gar nicht glauben konnten. Ja, da waren wir jetzt, glaube ich, am wenigsten schuldig, dass wir das vorangetrieben hätten, weil das kam ja wirklich wie aus dem Nichts. Natürlich gab es eine Niederlage davor gegen Leverkusen, und natürlich gab es da die übliche Kritik nach einer Bayern-Niederlage, weil einfach der Anspruch ist, nicht in der Bundesliga zu verlieren oder nicht oft. Aber da war die Entlassung, glaube ich, klar von Bayerns Seite getrieben und nicht von unserer Seite. Ja, wenn man die Trainer der Vergangenheit ein bisschen durchgeht, also Hansi Flick, der hatte von sich aus die Nase voll und hat hingeschmissen. Also auch da waren es wir nicht. Bei Niko Kovac, muss man sagen, da haben sie ein bisschen länger Geduld bewiesen als sonst. Letztendlich hat es aber auch während seiner Amtszeit immer wieder Diskussionen gegeben, und die kamen aus dem Verein heraus. Da war es ja auch schon so ein kleiner Machtkampf zwischen Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, weil sie waren in der Frage Niko Kovac gar nicht einer Meinung. Ja, 2019 war das, da kam quasi das Double dazwischen, ansonsten wäre damals schon Niko Kovac Geschichte gewesen, und auch Ralf Rangnick wurde damals schon diskutiert. Ja, muss man sagen, Niko Kovac, Hoeneß hat ihn so ein bisschen im Amt gehalten. Rummenigge war schon vorher sehr, sehr skeptisch und hat sich dann letztendlich auch durchgesetzt, als der Erfolg dann ausblieb. Und wenn wir nochmal eins zurückgehen, da hatten wir Carlo Ancelotti. Und da muss man sagen, gegen den war Uli Hoeneß. Und Ancelotti hatte ehrlich gesagt bei Uli Hoeneß keine Chance. Ja, und da wurde dann auch dieses Spiel in Paris, das berühmte Spiel, wo er die ganzen Stammspieler draußen gelassen hat, unter anderem Ribéry, Hummels damals zum Anlass genommen. Und wenn ich mich zurückerinnere, ich glaube, Ancelotti natürlich wurde auch kritisiert, aber den
haben jetzt auch nicht die Medien so angeschossen, dass er unbedingt aus dem Amt geflogen ist, sondern, wie du sagst, da gab es intern schon auch gewaltige Kritik an der Art und Weise, wie Ancelotti den Job ausgeübt hat. Ja, Uli Hoeneß hatte was gegen den Trainerstab, der hat ihm gar nicht gefallen, aber Uli Hoeneß war auch nicht so richtig glücklich. Es war eine Entscheidung von Karl-Heinz Rummenigge, ihn zu holen. Uli Hoeneß hatte ja damals die bekannte Auszeit, also es war ein Trainer, der nicht von Uli Hoeneß Gnaden gekommen ist, und ich weiß noch, gab so eine Szene, die hatte Ancelotti dann mal erzählt, wie er für Uli Hoeneß gerne in dessen Backofen bei seinem Hausbesuch Pizza gebacken hätte, aber auch dazu kam es nicht. Uli Hoeneß war einfach mit Ancelotti von Anfang an nicht glücklich, und das ist nie ein gutes Zeichen. Aber Tobi, es gibt noch mehr Medienthemen, die Uli Hoeneß angestoßen hat, und auch da hören wir mal rein. Die Kabine hat deshalb mehr Macht, weil mehr aus der Kabine rauskommt. Ja? Weil früher war es ja so, da hat jeder Spieler für sich selbst gekämpft. Heute hat ja jeder Spieler einen Berater, und die Berater kämpfen für die Spieler, ja. Und leider ist es halt so, dass viele Berater heute dealen mit den Journalisten, ja. Für eine gute Note für den Klienten gibt's auch Informationen. Und das macht die Arbeit in den Bundesliga-Vereinen oder in den, speziell in den großen Vereinen, wo eine Meldung natürlich wichtig ist, ja. Die macht, die ist schon sehr hilfreich für den einen oder anderen Journalisten. Und früher war es ja so, da ging's nur, ist das richtig oder falsch? Heute ist es ja, bin ich der Erste oder nicht? Ob es richtig oder falsch ist, ist nicht ganz so wichtig, ja. Wenn ich an bestimmte Zeitungen, Sportbild ist auch so eine Geschichte. Wir bräuchten eigentlich gar keine Stadionzeitung mehr, weil 80% der Titel in der Sportbild sind Bayern-München-Titel. Ja, und viele Artikel, die über Bayern-München da drin stehen, wenn man die mal durch den Lügendetektor schicken würde, der würde einen Anfall kriegen. Tobi, der Lügendetektor würde einen Anfall bei unseren Artikeln bekommen? Ist es true or not true? Tja, also ich würde natürlich not true dazu sagen, vor allem, weil der Lügen implizieren würde, dass wir es absichtlich machen, wenn wir wo falsch informiert wären. Aber wenn man jetzt die jüngste Berichterstattung anschaut, glaube so oft lagen wir jetzt nicht richtig daneben. Also ich würde dem Ganzen ein not true geben. Ja, man muss auch für Uli Hoeneß mal sagen, er kriegt natürlich am Tegernsee die Sportbild im Süden. Er erzählt ja immer, er kauft sich's nie, und sein Hausmeister, der kauft sich selber und dann legt es zu ihm auf die Türschwelle, wenn er es ausgelesen hat. Das ist dann meistens schon sehr, sehr früh, wenn man seine Anrufe am Mittwoch bekommt. Also irgendwie glaube ich die Geschichte nicht ganz. Und Uli Hoeneß selber ist ja auch nicht immer ganz ehrlich gewesen, wenn er sagt. Also ich hatte ihn mal bei Kahn wirklich ertappt, dass er uns da wirklich wissentlich was falsch gesagt hatte. Und als ich ihn darauf hingewiesen hatte, dass das Kahn-Comeback eigentlich schon beschlossen sei, er hat mich Mr. Trump genannt und Fake News. Und letztendlich, wie es dann wirklich so kam und ich ihn nochmal darauf angesprochen habe, hat er gesagt, ich lasse mich doch von Ihnen nicht in die Ecke stellen. Also wir halten es ihm zugute, er macht es ja immer für den Verein, aber wie du sagst, also unsere Berichte, wir versuchen immer wirklich richtig zu liegen. Wenn es mal nicht so ist, glaube ich, dann muss es uns mal zeigen, wenn es so war. Macht er nicht, der hat mir mal das Angebot gemacht, er schickt mir mal alle Artikel, die wir geschrieben haben der letzten Zeit, und sammelt und zeigt mir dann, was wir alles falsch geschrieben haben, aber hat er nie gemacht. Hat er nie gemacht, und man kann ihm ja zumindest insofern recht geben, wo er gesagt hat, 80% der Titel sind Bayern München bei uns. Ich glaube, damit hat er schon so ungefähr recht, und das zeigt auch, wie sehr der FC Bayern interessiert, polarisiert, wie wichtig er für uns ist, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, und da brauchen wir nicht darüber diskutieren. Ja, das haben sie sich erarbeitet. Allerdings muss man auch da sagen, wir können regionalisieren. Also nicht jeder Bayern-Titel im Süden ist auch ein Bayern-Titel im Norden. Aber du hast schon recht, es ist überwiegend Bayern. Das haben sie sich erarbeitet. Tobi, dealen wir mit Berater für gute Not mit den Spielern gegen News? Das hat mich ein bisschen erstaunt, weil irgendwie, ich musste erstmal den Transfer machen und dann meinte er, okay, dafür, dass wir was erfahren, werden die Noten dann besser oder... Nee, kurzes, knappes Nein. Wenn jemand schlecht spielt, gibt es eine schlechte Note. Wenn er gut spielt, gibt es eine gute Note. Und es gibt jetzt keinen Spieler, wie es vielleicht in der Vergangenheit auch bei Spielern hieß, der kann nicht schlechter als eine Note 3 oder 4 bekommen, weil er Sachen durchsteckt oder so. Ich glaube, bei uns gibt es keinen Spieler im Bayern-Kader, der nicht eine 5 oder eine 6 schon mal bekommen hat. Und daher not true dazu. Ja. Zumal wir da Gewaltentrennung haben, nur die Reporter, die im Stadion sind, benoten. Wir sind jetzt nicht jedes Wochenende auswärts auch dabei oder bei jedem Heimspiel. Also das ist schon ein bisschen komisch. Und News, kriegen wir News von den Spielern gesteckt, damit sie bessere Berichte kriegen? Also auch da, Tobi, tue ich mir ein bisschen schwer.
Ich kann sagen, wir kriegen News von den Spielern gesteckt, aber wenn ein Spieler dann schlecht spielt, dann kriegt er trotzdem eine schlechte Note. Also das ändert nichts daran. Und ja gut, also ich kann sagen, vielleicht war das in der Vergangenheit mal der Fall, dass da ein bisschen offensichtlicher geklüngelt wurde. Es ist aber auch nur eine Vermutung und ich will da auch keinem der Kollegen was unterstellen. Aber nochmal, es gibt jetzt keine Noten grundsätzlich positiver, negativer für jemanden, der mit uns spricht oder nicht spricht. Not true, können wir von uns weisen. Ja, nämlich Uli Hoeneß hat ja immer den Maulwurf gesucht und hat immer gemeint, es ist nur einer und es war immer meistens der, den er gerade verkauft hatte. Und dann hat er gesagt, so Herr Falk oder Herr Altscheffel, jetzt habe ich endlich Ihren Maulwurf gefunden und ich habe ihn sofort verkauft. Und komischerweise, es kam trotzdem immer wieder News aus der Kabine. Ja, also das ist konstant, solange man zurückdenken kann, dass es, glaube ich, die Zeitung gibt oder unsere Zeitung gibt, sind da Nachrichten drin und intern aus der Kabine. Und das wird sich, glaube ich, auch nicht ändern, egal wer da aus der Mannschaft verkauft wird. Ja, man muss sagen, meistens erzählen sich Spieler, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen, wenn sie auf Missstände hinweisen. Das ist wie im richtigen Leben, wie in anderen Ressorts, aber nicht irgendwie, um gute Geschichten zu bekommen. Ich erinnere mich einmal, da hatte ein Mitarbeiter im Auftrag von Uli Hoeneß immer den Müll aus Franck Ribéry's Garten wegtransportieren müssen. Und das fanden die anderen Mitspieler so ungerecht. Und Uli Hoeneß hat mich aufgrund dieser Reportage, ich habe es ja dann geschrieben, angerufen und hat gesagt, jetzt wird er mich verklagen und er schickt einen Anwalt. Und ich habe ihm dann auch gesagt, Hoeneß, der ja Spieler, der es mir gesagt hat, hat es gemacht, weil er sauer war, dass Ribéry so eine Sonderbehandlung kommt. Und wenn Sie jetzt wissentlich mich verklagen und schreiben, dass es falsch ist, was denken Sie? Denkt die Kabine dann über sich? Und Uli Hoeneß hat dann gesagt, er bekommt einen Anruf. Dann hat es 5 Minuten gedauert. Dann hat er ein bisschen überlegt gehabt anscheinend. Dann hat er zurückgerufen und hat gesagt, nee, ich verklage Sie doch nicht. Also ist manchmal auch gar nicht so schlimm. Ja, und manchmal kommt man dann doch irgendwo auf einen grünen Zweig am Ende wieder. Aber einen haben wir noch, Tobi. Ja, ich würde gerne mal dem einen oder anderen Journalisten die Frage stellen, ob er das, was er macht, eigentlich liebt oder nicht. Mhm. Ich kann das für mich immer sagen. Aber wenn ich so manche ihrer Kollegen so beobachte, dann habe ich immer das Gefühl, dass sie nicht glücklich sind und dass sie schon morgens aufstehen und darüber nachdenken, wie sie dem FC Bayern eine reinwürgen können. Und das kann ich eigentlich nicht verstehen. Tobi, jetzt mal wirklich ganz, ganz ehrlich. Stehst du jeden Morgen auf und willst den FC Bayern eine reindrücken? Nein, und ich weiß auch nicht, wie man darauf kommt. Also ich will einfach meinen Job gut machen und einen guten Tag haben und gute Gespräche, vertrauliche Gespräche. Und wenn der FC Bayern gelobt werden soll, dann wird er gelobt. Und wenn er schlecht spielt, dann wird er kritisiert, aber es ist jetzt gibt mir keine Erfüllung, den FC Bayern zu kritisieren. Ja, also ich glaube, mir kann man es auch nicht unterstellen. Ich mache ja vieles hier zum Spaß. Der Podcast ist wirklich eine Nebentätigkeit. Ich habe 2 Bücher über den FC Bayern geschrieben. Wer sie gelesen hat, der weiß, dass da noch wirklich eine große Leidenschaft zugrunde liegt. Und auch das habe ich Uli Hoeneß mal gesagt, vielleicht ist man manchmal ein bisschen kritischer, weil einem der Verein natürlich schon irgendwie am Herzen liegt. Und ich glaube, das ist ja auch so eine Aufgabe, dass man wirklich den Finger in die Wunde legt, weil oft wird es dann erst besser. Ja, und ich meine, bei dir ist es ja sogar noch extremer. Du bist ja, falls ich das erzählen darf, als Fan noch zu Champions League Finals und Spielen gereist. Und ich glaube, eine negative Einstellung dem FC Bayern gegenüber kann man dir auf gar keinen Fall vorwerfen. Ja, also man kann es jetzt mal auch zugeben. Ich hatte auch eine Karte für die Südkurve. Mit der Zeit wird man natürlich neutraler. Aber ich glaube, das ist der Punkt, warum wir ja alle hier in diesem Job gelandet sind. Wenn wir uns nicht für Fußball interessieren würden, wenn uns ein Verein nicht wirklich inspiriert hätte, dann hätten wir diesen Beruf auch nicht gemacht, weil man muss auch sagen, es ist, wie ich sage, der schönste Beruf der Welt. Allerdings, er ist schon, wenn man unsere Ehefrauen fragt, ziemlich anstrengend. Aber Tobi, um Uli Hoeneß seine Frage zu beantworten, liebst du deinen Beruf? Sehr, sehr, sehr. Also nicht mehr als alles andere, dann wäre meine Ehefrau vielleicht nicht so glücklich, wenn ich das sage, aber ich liebe ihn sehr, den Beruf, auf jeden Fall. Ja, und man muss auch sagen, wenn Uli Hoeneß sowas sagt über uns, wir können ja drüber schmunzeln, wir finden ja schön, dass er sich damit auseinandersetzt und natürlich, die Bild-Zeitung hat natürlich eine gewisse Macht, aber Herr Hoeneß, wir sind uns dieser Macht wirklich bewusst und versuchen wirklich immer besten Gewissens zu berichten, ob sie es uns jetzt übel nehmen oder nicht, aber wir konfrontieren auch, und Uli Hoeneß wurde konfrontiert, und zwar von dir, Tobi. Er wurde von mir konfrontiert, da hast du recht. Nachdem er so viel im BR über uns gesprochen hat, habe ich mir gedacht, schicke ich einfach mal eine Nachricht an seine Sekretärin, dass, wenn er schon so viel über uns redet, wir auch mal wieder miteinander reden könnten. Und dann hat er sich tatsächlich gemeldet. Also dann haben wir auch mal wieder miteinander gesprochen. Das ist jetzt nicht allzu regelmäßig, dass das passiert. Ja, man muss sagen, du hast ihm erklärt, dass wir es wirklich nicht böse meinen. Und er
Er meint es ja wahrscheinlich auch nicht böse. Ich glaube, er ist manchmal ein bisschen unzufrieden und versucht uns dann auch ein bisschen zu beeinflussen. Ja, also was mich vor allem gestört hat, das hatte er vorher schon ein bisschen gesagt, dass er dann gesagt hat, wenn man unsere Berichte durch den Lügendetektor jagen würde. Und da hat es ihm halt auch gesagt, wenn was nicht stimmt, dann ist das, wenn dann was, wo wir unwissentlich falsch informiert wären, aber nicht was, was wir bewusst als Lüge verbreiten. Und da haben wir uns dann eigentlich ganz gut drüber unterhalten und war, ich würde sagen, ein sehr angenehmes Gespräch. Ja, Uli Hoeneß hat ein Thema angesprochen, das wird auch im Bayerischen Rundfunk weiter Thema sein. Ich werde dann auch interviewt dazu, kommt am Sonntag im Blickpunkt Sport um 21.45 Uhr. Da werden wir uns mit den Aussagen auch nochmal auseinandersetzen. Aber Tobi, Lügendetektor, das ist ein super Stichwort, weil wir haben hier auch einen Lügendetektor und der heißt... True or not true? Das ist hier die Frage. Und ich darf dir das erste Gerücht rüberflanken. Und zwar lautet das: Bayern beobachtet Amadou Onana vom FC Everton. Ist das true or not true? Und ich schaue auf die Nadel und der Lügendetektor sagt: True. True. Onana. Es ist ein Sechser und Sechser werden beim FC Bayern natürlich hoch gehandelt. Wir wissen immer noch nicht, ob Martin Zubimendi zum FC Bayern kommt, ob er sich für den FC Arsenal entscheidet. Aber der Onana, da muss man sagen, der läuft ja schon länger unterm Radar. Nicht allerdings beim FC Bayern. Wir wissen, die vorherige Führung hat sich auch schon mit ihm beschäftigt. Neppe, Salihamidzic, die hatten ihn beobachtet, weil ist ein guter Mann. Er ist 22 Jahre jung, ist Belgier und er spricht Deutsch. Und das aus gutem Grund, weil er ist bei Hoffenheim ausgebildet worden, hat eine Saison beim HSV gespielt, ging dann nach Lille und von Lille 2022 für 35 Millionen zu Everton. The Telegraph hat von dem Interesse berichtet und man muss sagen, 1,95 Mann, der könnte eine gute Lösung sein. Der könnte eine gute Lösung sein. Du sagst, er ist ein Sechser, er ist so ein bisschen Mischung aus Sechser und Achter und Onana, den kenne ich natürlich sehr, sehr gut, weil aufmerksame Zuhörer des Podcasts wissen ja, dass der FC Everton mein Verein in England ist und ich sehe eigentlich jedes Spiel von denen und der ist der absolute Schlüsselspieler. Man muss sich nur einigen, welches Profil man haben möchte im Mittelfeld und da ist die Frage, will man denn Onana, der sehr zweikampfstark ist, wie du sagst, mit seiner Größe natürlich überall ganz gut hinkommt oder will man denn noch klareren Sechser haben, aber er war schon Thema, er wurde beobachtet und obwohl es für Everton nicht so gut läuft, ist er der konstanteste Spieler eigentlich in der Mannschaft, also das wäre schon einer, den hat man vielleicht nicht so auf der Liste gehabt eine lange Zeit, aber er würde vom Profil, vom Deutsch sprechen und so weiter, von der Erfahrung in der Bundesliga sehr gut passen. Tobi, und dann haben wir schon den nächsten Fall für den Lügendetektor und zwar Thomas Tuchel. Dem wird ja unterstellt, dass er ein ganz schlechtes Verhältnis zu Saragossa hat. Und er hat dazu gesagt, dass es nicht stimmt, dass er nicht mit ihm spreche oder dass sie ein schlechtes oder gar kein Verhältnis hätten. Das sei einfach Quatsch. Deshalb die Frage an dich. Tuchel hat ein ordentliches Verhältnis mit Neuzugang Saragossa. True or not true? Das ist not true. Not true. Ich habe kurz auf den Lügendetektor schauen müssen, aber der schlägt ziemlich klar aus. Und zwar ist es so, dass das Verhältnis Saragossa und Tuchel sehr, sehr, sehr schwierig ist. Tuchel hatte gesagt in der Pressekonferenz, dass ich nicht mit ihm spreche oder wir kein Verhältnis haben, das ist einfach nur Quatsch. Ja, ich glaube, das sieht der Spieler ein bisschen anders. Also ganz schwieriges Verhältnis. Es heißt sogar, dass er zum Beispiel so eine Streichung aus dem Kader dem Brian Saragossa gar nicht selbst gesagt hat, sondern das über Christoph Freund gemacht wurde. Ich glaube, Saragossa ist heilfroh, wenn der Trainer in der neuen Saison ein anderer ist, wenn er dann noch da ist und nicht verliehen wird. Und zwischen den beiden, da läuft es überhaupt nicht. Also das Verhältnis ist eigentlich nicht existent, Gespräche gibt's nicht. Und das, was da auch aus Spanien mal rüberschwappte, ich meine, der Spieler ist Spanier, das kam nicht von ungefähr, dieses Gerücht aus Spanien. Und wir können sagen, das stimmt, die beiden haben ein sehr schlechtes Verhältnis. Ja, es geht auch so weit, dass Saragossa schon überlegt, dass er wieder den FC Bayern verlässt, dass er sich zumindest ausleihen lässt. Aber das ist natürlich schwierig. Der kriegt natürlich ein anständiges Gehalt jetzt beim FC Bayern. Und wir müssen sagen, also es gab Gerüchte, Barcelona will ihn ausleihen. Das hat sich aber auch nicht verdichtet. Ist auch schwierig, wenn er nicht spielt. Wie sollen die dann sagen, bei uns läuft es besser? Also ganz schwieriges Thema für den jungen Mann. Bisschen ärgerlich. Ärgerlich, ja. Und bei ihm ist auch so ein bisschen die Frage, wenn er verliehen wird, wird der Kaderplatz frei. Dann wird auch Chris Führig, der keine Adaption braucht, weil er Deutsche ist, wieder ein heißeres Thema. Also da ist noch nicht alles besprochen bis jetzt. Aber wir machen weiter mit dem nächsten Gerücht. Und das lautet, das Davis-Ultimatum bedeutet das Ende des Linksverteidigers beim FC Bayern. Ist es true or not true? Der Lügendetektor schlägt erneut aus. Not true. Not true.
Es ist eine sehr, sehr schwierige Situation, da machen wir kein Geheimnis draus. Bayern hat ein Angebot auf den Tisch gelegt, Eberl hat es bei uns gesagt, wir haben es dann ein bisschen gegenrecherchiert, es soll das Letzte sein und sie bleiben dabei, die Bayern-Bosse, sie werden es nicht verbessern, also bis zu 14 Millionen ist okay, aber die 20 Millionen, die Davis fordert, die wären es auf jeden Fall nicht. Allerdings, das Ultimatum, das ist gestellt worden, aber ist jetzt nicht so hart mit seinen Tagen, wo er sagt, ja, wenn er es bis dahin nicht angenommen hat, dann ist es vorbei. Also sollte Davis auf Bayern wieder zugehen und sagen, ich habe es mir überlegt und so wie ich gerade spiele, will mich Real auch nicht, dann würde Bayern schon nochmal dieses Angebot aus der Schublade ziehen. Ja, es war ja die Berichterstattung zu Beginn der Osterwoche eines Kollegen, dass das Ultimatum Ende der Woche quasi ausläuft. Und grundsätzlich mit dem Ultimatum, das war ja nicht ganz verkehrt, aber es war eher, die Bayern wollen eine Entscheidung. Und es ist jetzt nicht am Tag X ausgelaufen und der Spieler steht quasi auf der Straße und es geht überhaupt nicht weiter, sondern es ist nur klar, die Bayern werden dieses Angebot nicht verbessern. Und sie warten jetzt mal ab. Und natürlich kann die Davis-Seite noch im Mai irgendwann kommen und sagen, okay, wir würden das Angebot, das ihr uns gemacht habt, doch gerne annehmen. Und dann müssen die Bayern halt sagen, ja, es ist nach wie vor gültig. Oder nein, wir haben uns inzwischen andersweitig umgeschaut. Wir haben einen neuen Spieler und es gibt keine Zukunft. Aber es ist jetzt noch nicht endgültig die Messe gelesen, um im Osterbild zu bleiben. Aber es ist eine sehr verhakte und schwierige Situation. Tobi, bei der nächsten Frage wird Uli Hoeneß natürlich genau aufpassen, weil der Bericht kommt aus der Sportbild. Wir sind vielleicht nicht ganz unabhängig in dieser Frage, aber ich frage dich trotzdem. Bart Verbrüggen ist auf der Torwartliste des FC Bayern. Ist es true or not true? Das ist true. True. Wurde durch den Lügendetektor gejagt und geprüft. Und ja, die Bayern schauen sich für die Zukunft für 2025 schon mal um. Was machen wir auf der Torwartposition? Der Vertrag von Manuel Neuer läuft bis dahin. Es könnte natürlich, so wie wir Neuer kennen, sein, dass er dann trotzdem noch mal ein Jahr dranhängen will. Aber es ist auch die Pflicht der Bayern, sich dort mit einer Alternative zu beschäftigen. Und Verbrüggen, der ist ganz gut im Gedächtnis der deutschen Fans, weil der hat zuletzt für Holland sehr, sehr gut gehalten gegen die deutsche Nationalmannschaft. Der spielt bei Brighton, sind wir wieder bei Brighton. Und bei De Serbi ist dort nicht absoluter Stammtorwart, sondern es gibt dort ein bisschen ein Wechselspiel zwischen den Torhütern. Ist erst 21 Jahre alt, 15 Millionen Marktwert, also der hat Entwicklungspotenzial und wurde von den Bayern schon intensiv gescoutet. Ja, und er ist ja nicht der Einzige, den sie auf der Liste haben. Wir wissen ja, Bayern hat immer so eine Liste mit Prioritäten und da stehen auch andere drauf. Einer aus Portugal, Diogo Costa, der spielt beim FC Porto, Marktwert 45 Millionen, ist natürlich nicht ganz billig. Den wir länger schon spielen, ein Franzose meint man ja, AC Mailand, der ist schon 28, Marktwert 40 Millionen. Also sie haben schon ein paar Namen auf der Liste, die sie immer wieder abklopfen. Aber wie du sagst, ist ja aktuell noch nicht akut. Manu Neuer steht im Tor, auch wenn es natürlich fürs Wochenende gegen Heidenheim eng wird. Allerdings, er ist fit, er will noch ein bisschen Fußball spielen. Und er wird bei Arsenal im Tor stehen, bei diesem Spiel, auf das alle hinfiebern. Aber ein anderer Spieler ist eher außen vor im Moment. Und um den geht das nächste Gerücht. Nus Masraoui steht bei den Bayern zum Verkauf. Ist das true or not true? Das ist true. True. Ja, und das hat natürlich auch einen Grund. Und zwar ein Spieler, der wirklich sehr, sehr gut performt. Das ist ein Bayern-Spieler, der nicht bei Bayern spielt. Und das ist Stanisic. Und Stanisic, der ist in Leverkusen nur ausgeliehen. Tobi, er kommt zurück. So steht's im Vertrag, im Leihvertrag. Du hast mit ihm gesprochen. Bleibt er vielleicht doch? Ja, er hat das sehr ehrlich geantwortet und hat gesagt, dass er sich einen Alonso-Wechsel nach München eigentlich gewünscht hätte, weil dann würde Alonso sein Trainer bleiben. Also die Bayern wollen ihn holen. Da sind wir auch wieder bei Uli Hoeneß, der sagt, ein Spieler, den wir selbst ausgebildet haben, der muss auch bei uns spielen, gerade wenn er so eine Entwicklung macht. Ja, und wenn Stanisic dann kommt, schauen wir mal, wie es mit Kimmich weitergeht. Aber dann hat man Kimmich, der jetzt rechts hinten spielt. Dann hat man Stanisic, der es bei Leverkusen sehr gut macht. Dann hat man Sascha Boué, wenn er dann mal wieder fit ist. Und man hat nach Masraoui und das wären natürlich zu viele. Und ja, Masraoui ist dann der erste Verkaufskandidat. Man hört auch aus seiner Ecke, der ist nicht komplett abgeneigt, ist immer wieder unzufrieden, wenn er nicht die Einsatzminuten bekommt. Von daher, Masraoui wäre der erste Kandidat, der dann bei den Rechtsverteidigern rausfallen würde. Ja, man muss sagen, der FC Bayern muss ja auch ein bisschen Geld verdienen, um neue Spieler zu kaufen. Masraoui, der kam ja ablösefrei von Ajax Amsterdam, wäre also ein gutes Geschäft, wenn man den weiter gut verkaufen könnte. Man muss sagen, zuletzt gegen Dortmund, da war er wirklich auch wieder ein Lichtblick, wenn er denn reinkommt. Aber
man braucht ihn jetzt nicht zwingend. Ein anderer Name, der gespielt wurde unter der Woche, das ist Archie Gray. Dieser Name kam aus England. Zweitligaspieler, erst 18 Jahre alt. Also ich glaube, der ist momentan nicht sehr hoch gerankt. Aber natürlich beobachten Bayern auch solche Spieler. Tobi, und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Und es geht erneut um einen Torhüter. Der hat hier einen Stammplatz in diesem True or Not True Ping-Pong. Und es ist ein Stuttgarter, der ausgeliehen ist. Alexander Nübel ist der Favorit für die neue Nachfolge. Ist es true or not true? Das ist true. True. Wenn man sich im Moment umhört, dann hört man immer wieder aus dem Verein, die Entwicklung von Nübel, die beeindruckt eigentlich alle. Und natürlich hat er sich zuletzt gegen Heidenheim ein ziemliches Ei ins Nest geworfen. Aber trotzdem sagt man, der hat das Potenzial. Und wenn es denn möglich ist, sich diese 40, 45 Millionen für den neuen Torhüter, für den neuen Nachfolger zu sparen und der Nübel sich so weiterentwickelt, vielleicht wenn er noch mehr ausgeliehen wird und nächstes Jahr Champions League in Stuttgart spielt, dann will man das probieren. Und von daher, ja, Nübel ist sehr hoch im Rennen aktuell und es schließt sich ein bisschen der Kreis. Wir haben mitbekommen, auch Uli Hoeneß ist von seiner Entwicklung sehr angetan, ist ein bisschen ein Nübel-Fan. Und Falki, du und ich, wir wissen, wenn Uli Hoeneß hinter einem Spieler steht, dann ist das die wichtigste Ausgangsvoraussetzung für jemanden. Und daher hat Nübel im Moment ganz klar eine Bayern-Zukunft. Lass mich ganz kurz auf den Lügendetektor nochmal schauen. Abschließend, Uli Hoeneß, ja, true. Er ist Fan von Nübel. Tobi, schön, dass du da warst. Sehr gerne und bis bald. Servus. Alle Fragen sind natürlich dabei weit noch nicht beantwortet und dafür haben wir unser Hörertelefon. Und die erste Frage, die geht natürlich schon wieder um einen Trainer und der ist aktuell noch beim FC Bayern. Hallo Falki, Alex hier. Ich habe mal eine Frage. Ich habe jetzt gehört, dass Bayern und Tuchel sich auf die Auflösung des Vertrags geeinigt haben und er sein Gehalt für die nächste Saison komplett ausgezahlt oder fast komplett ausgezahlt kriegt. Im Stammplatz haben sie von 10 Millionen gesprochen. Das ist doch wirtschaftlich nicht wirklich clever, oder? Also er hätte doch auch einfach weiter auf der Payroll bleiben können. Man hätte ihm monatlich sein Gehalt gegeben und wenn er woanders arbeiten will, hätte man den Vertrag komplett aufgelöst, ohne irgendeine Zahlung. Aber so kriegt er sein komplettes Gehalt und könnte oder wird vielleicht am 1.7. direkt woanders noch unterschreiben. Wirtschaftlich ist das doch nicht wirklich clever von den Bayern, oder? Kannst du da vielleicht mal was zu sagen? Servus Alex, und auf den ersten Blick, natürlich hast du recht, man hätte natürlich warten können. Allerdings, man muss natürlich sehen, es ist eine besondere Situation. Dieses Ding wurde natürlich schon ein bisschen vorbesprochen, als man sich darauf geeinigt hat, dass Schluss ist. Da gab es ein Gespräch, Thomas Tuchel, Jan-Christian Dresen, der kommt ja aus dem Bankwesen, der wird sich schon was dabei gedacht haben. Das eine war sicherlich, man will natürlich Ruhe bis zum Ende der Saison haben. Man hat gesagt, man zieht es mit ihm durch und wenn man sich da jetzt über Geld noch streiten müsste, glaube ich, wäre es sehr, sehr unruhig geworden. Man wollte ja Thomas Tuchel ja auch motivieren, dass er bis zum Saisonende das durchzieht, dass er die Entscheidung mitträgt. So war es ein kleines Trostpflaster, denke ich, dass er dieses Geld bekommt. Und wir hoffen ja eigentlich, dass sich der FC Bayern dennoch mit dieser Entscheidung Geld spart. Denn die ganzen Titelprämien, die kriegt Thomas Tuchel auf keinen Fall. Das ist Teil der Vereinbarung, darauf verzichtet er. Also wir gehen ja schon mal davon aus, dass der FC Bayern nächste Saison wieder Meister werden will. Ja, vielleicht sogar mal wieder im DFB-Pokal was reißt. Und die Champions League, das Finale, das ist in München. Also da wären noch ein paar Millionen draufgekommen. Und diese Millionen spart sich der FC Bayern ein. Also war es eigentlich eine salomonische Lösung. Und wer weiß, wann Thomas Tuchel wieder angreift. Beim laufenden Vertrag wäre es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger geworden. Die Interessenten vielleicht auch ein bisschen abgeschreckt. Trainer ablösen sind ja auch nicht mehr so billig, wie sie schon mal waren, wissen wir aus früheren Zeiten. Also das war der Grund, warum wir es so gemacht haben. Aber gut, man hätte sich tatsächlich auch Geld sparen können. Grüß dich, Falki. Hier ist der Sven aus der Nähe der wunderschönen Stadt Trier. Ich habe eine Frage zu dem aktuellen Transferfenster im kommenden Sommer. Nachdem Alonso ja jetzt in Leverkusen bleibt, sind die Gerüchte ja aktuell vorhanden, dass Frimpong wohl auch seinen Vertrag verlängert und Zubimendi wohl eher zu Arsenal tendiert. Und ein neuer Trainer ist ja noch nicht verpflichtet. Dementsprechend die Frage, wird das wieder so ein bescheidener Transfersommer, obwohl man eigentlich investieren will und muss, aber aufgrund des fehlenden Trainers einfach nirgendwo richtig angegangen werden kann.
Servus Sven, und ich kann dich beruhigen, nein, der FC Bayern, der will diesen Sommer richtig groß angreifen. Und wenn man sich mal die Namen anschaut, über die wir sprechen, dann sieht man schon, in welche Richtung das gehen würde. Also Zubimendi, das ist der absolute Wunschkandidat, der würde so 60 Millionen Euro kosten. Er hat eine Ausstiegsklausel, also da müsste man mit dem anderen Club nicht verhandeln. Und ich glaube, der FC Bayern ist nach wie vor Anreiz genug, dahin zu gehen. Zudem gibt es ja auch dieser Beschluss, dass es wieder so sein soll, die Bayern-Bosse kaufen ein, der Trainer soll damit arbeiten und damit müssen sich die Spieler dann auch abfinden. Natürlich ist es leichter, wenn man den Trainer schon hat, der die Spieler überzeugt. Allerdings aufgrund dieser Ausstiegsklausel kann man diese Zeit auch sparen, weil wenn man den Spieler überzeugt hat, dann geht's ganz, ganz schnell. Und auch eine Ausstiegsklausel, die hat Araujo vom Barcelona Innenverteidiger, der kostet ja auch knapp an die 100 Millionen, also da wären wir schon bei 160. Wenn sie den kriegen, gleiches gilt, der würde kommen, ob Tuchel oder nicht. Dann haben wir schon mal ein bisschen Geld ausgegeben. Führig, auch Ausstiegsklausel, so rund um 20 Millionen, der würde auch zu Bayern gehen, egal wie der Trainer heißt, wenn man denn jetzt ernst macht. Es sind Gespräche da mit dem Management. Leverkusen, Dortmund sind auch interessiert, aber Führig könnte sich das vorstellen. Und du hast Frimpong angesprochen, ja, auch Ausstiegsklausel. Und ich glaube, bei dem ist es vielleicht sogar jetzt auch ein bisschen leichter. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass wenn Alonso gekommen wäre, dass er auch noch Spieler mitgenommen hätte. Ich glaube, dann hätte er gesagt, Leute, das kann ich jetzt nicht bringen. Frimpong, ich habe es schon mal erzählt, der hat sich mit dem FC Bayern schon mal an den Tisch gesetzt. Das war ein Geheimgespräch in Köln. Damals hat der FC Bayern es nicht gemacht, weil er zu teuer war. Jetzt wäre es machbar und natürlich Rechtsverteidiger, da haben sie einige. Aber wenn man das jetzt mal so summa summarum zusammenzählt, allein die Namen, die wir gehandelt haben, da sind wir schon bei 200 Millionen Euro. Also ich glaube, die Bayern haben die Kriegskasse gefüllt und du musst dir keine Sorgen machen, dass nicht da was passiert im Sommer. Servus Falki, hier ist der Florian aus Berlin und ich hatte eine Idee. Nämlich, wenn man in der nächsten Saison mit Kimmich verkauft an Barcelona und dann könnte man ja mit Pavlovic einfach als alleiniger Sechser spielen und dann mit einer Doppel-10 aus Wirtz und Musiala spielen. Das wäre meine Idee. Danke. Danke, Flo. Eine sehr charmante Idee. Also Kimmich-Verkauf ist tatsächlich im Club ein Thema. Barcelona, die werden sie sich ihn aber leider nicht leisten können. Allerdings sind da mehrere Clubs dran, auch gerade aus England. Also das kann passieren. Barcelona, die würden ihn erst umsonst nehmen, wenn der Vertrag ausläuft 2025. Und da sind wir auch bei Wirtz. Wirtz und Musiala, ja, stellen wir uns mal vor, Julian Nagelsmann kommt zu Bayern. Der hat ja schon bewiesen, dass es in der Nationalmannschaft funktioniert. Halte ich für ein denkbares Szenario. Allerdings, da Alonso jetzt bleibt, wird Wirtz auch bis 2025 bleiben. Ich glaube, da passiert nichts. Wirtz, der könnte irgendwann mal bei Bayern landen, aber momentan auch zu teuer. Und jedes Jahr, wo der in Leverkusen bleibt, umso wahrscheinlicher wird es, dass der vielleicht doch noch in München landet, weil mit jedem Vertragsjahr wird er natürlich billiger, das abläuft. Also, wir bleiben dran. Wirtz zu Bayern wäre natürlich eine Wunschlösung, solche deutschen jungen Nationalspieler bei Bayern zu vereinen. Und wenn er dann zusammen mit Musiala wirbelt, wir sehen in der Nationalmannschaft, es funktioniert nicht nur gut, es ist wirklich ein Traumduo. Also, kann dir nicht Hoffnung machen für nächste Saison, aber für die Zukunft ist es bei Bayern definitiv auf dem Plan. Und wer auch mal eine Frage ans Bayern Insider Hörertelefon hat, die Nummer ist die 0151 16 851 1238. Ich wiederhole mal, 0151 16 851 1238. Also, ich sag's immer wieder gerne, kommt direkt zum Punkt, kurze Frage, eine Frage, nicht zu lang, nicht zu weit ausholen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie auch abgespielt wird. Und es sind wirklich immer sehr, sehr viele Fragen und sorry an alle, die bis jetzt noch nicht dran kamen. Ich versuche wirklich, jeden mal dran zu nehmen, ein bisschen Abwechslung reinzubringen und kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die Fragen an. Wenn ich sie im True or Not True schon beantwortet habe, dann ist natürlich schlecht, aber dafür könnt ihr nichts. Ich hoffe aber trotzdem, ihr freut euch, wenn ihr eine Antwort bekommen habt. Und dann kommen wir auch schon zur Bundesliga. Und Heidenheim mag wie ein kleiner Gegner klingen. Allerdings, Bayern hat ihnen zu verdanken, dass die Stuttgarter nicht noch näher dran sind. Mit ihrem 3:3 haben sie beim VfB gepunktet. Und sonst wäre der VfB wirklich auf einen Zähler am Bayern dran. Und Bayern müsste nach hinten schauen, um nicht Angst zu haben, sogar noch weiter in der Tabelle abzurutschen. Also, Heidenheim kann Favoriten. Und ob sie Bayern können, ja, so viele Bilanzen gibt's ja nicht. Hinrunde, das waren 4:2. Einmal gab es im April zum 19 im DFB-Pokal ein Duell und auch das war ziemlich knapp. Waren 5:4. Da hat Robert Lewandowski erst in der 84. Minute den Siegtreffer gemacht. Also, Heidenheim, wie sind sie in Form? Das fragen wir unseren Gegner-Insider.
Und deshalb rufen wir unseren Heidenheim-Reporter Klaus Henrich jetzt an. Bayern Insider. Der Gegner-Insider. Servus Klaus und willkommen zurück im Bayern Insider. Ja, hallo aus Heidenheim. Na, ich muss sagen, deine Heidenheimer machen spannend das 3:3 gegen den VfB Stuttgart. Hat den Bayern sehr geholfen, weil die spüren den VfB schon im Nacken und zeigt, die können auch Spitzenmannschaften. Ja, offenbar, der FCH ist so richtig in der Bundesliga angekommen und die Frage des Abstiegs spielte schon auch vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart keine Rolle mehr. Klares Ziel auf der Ostalb ist jetzt der einstellige Tabellenplatz, Platz 9. Da sind es ja auch nur noch 3 Punkte. Und mit einem Sieg gegen die Bayern, es wäre der 8. für den FCH, könnte man einen Riesenschritt Richtung Platz 9 machen. Ja, du sprichst vom Sieg. Man sieht, das Selbstbewusstsein in Heidenheim, das ist auch schon ganz schön gewachsen. Ja, das Selbstbewusstsein ist gewachsen, vor allem, da es ja in der Tormaschinerie glänzend läuft. Vor allem Tim Kleindienst, der ja im Grunde alle 3 Tore gegen den VfB gemacht hat. Das eine war ja ein halbes Tor, halbes Eigentor, Eigentor Nübel. Aber da kam ja der Kopfball auch von Kleindienst. Der ist jetzt so richtig, der Mittelstürmer, so richtig in der Liga angekommen. Hat auch mit 9 Toren jetzt die meisten für den FCH gemacht. Und auf den Tim Kleindienst muss natürlich der FC Bayern höllisch aufpassen. Die Chanceneffektivität stimmt auch. 6 Chancen, 3 Tore, da kann man nicht meckern. Dahinter stehen Ehren Dingchi, der jetzt leider nicht beim FCH bleibt, sondern zum SC Freiburg wechselt. War nur ausgeliehen, glaube ich, von Werder Bremen? War ausgeliehen von Werder Bremen, ja. Aber Heidenheim hätte ihn sicher auch gern gehabt. Klar, es ist ja mit einer der schnellsten Spieler, wenn nicht der schnellste der Liga. Und dahinter steht natürlich noch als 3. Mann im Sturm mit 7 Toren, ja, Niklas Beste, der verhinderte Neunationalspieler, der natürlich maßgenaue Flanken schlägt, eine genauer als die andere. Auf ihn muss Bayern höllisch aufpassen, auf Jan-Niklas Beste. Das Beste, was der FCH hat. Ja, und ich hätte ihn gern bei der Nationalmannschaft ein bisschen länger erlebt, musste ja mit Adduktorenproblemen dann abreisen, sonst hätte der bestimmt sein Debüt gefeiert. Einer, der auch ein richtiger Typ ist, ist Frank Schmidt. 16,5 Jahre ist er jetzt schon bei euch Trainer und wir haben uns das mal angeschaut. Der hat 13 Bayern-Trainer überlebt und ich denke, den Tuchel wird er auch überleben, dann sind es ganze 14. Mit Hitzfeld hat es angefangen, Klinsmann, Heinkes, Van Gaal, Jonker, nochmal Heinkes, Guardiola, Ancelotti, Sagnol, Heinkes wieder, Kovac, Flick und Nagelsmann. Was macht ihn wirklich so speziell? 16,5 Jahre, hält er eigentlich keiner aus? Nee, aber Schmidt ist eben Schmidt. Es ist im Übrigen sein 616. Spiel als Trainer des FCH und er hat natürlich nur eins im Sinn, er will an die gute Leistung gegen den VfB Stuttgart anknüpfen und setzt wieder auf eine bedingungslose Laufleistung. 121,22 Kilometer sind ja die FCH-Spieler gelaufen, 2 Kilometer mehr als die des VfB. Ein irrer Wert. Ja, und es ist, auf das setzt er. Er will die Bayern so ein bisschen müde spielen und dann mit der guten Chanceneffektivität der letzten Spiele, wie gesagt, 6 Torschüsse, 3 Tore gegen den VfB, vielleicht auch das ein oder andere Türchen gegen Bayern München erzielen. Der Sieg gegen Bayern, das wäre sozusagen für ihn der Traum. Käme es so, würde man ihn vielleicht mit seinem umtriebigen Geschäftsführer Sanwald zum König der Ostalb ernennen. Ja, und für die Bayern, das wäre natürlich ganz, 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 ganz schlimm. Also gegen Dortmund verlieren 0:2, gegen Heidenheim jetzt nochmal vor dem Spiel gegen Arsenal. Das würde natürlich für gehörig Unruhe sorgen und wahrscheinlich die Trainerdiskussion noch ein bisschen verschärfen bei uns. Was denkst du, würde Tuchel das überleben? Ja, das weißt du vielleicht besser, aber ich glaube eigentlich, das wäre für ihn der Worst Case. So knapp dann natürlich vom Champions League Spiel, das ist wieder die andere Frage. Wer wird es auch kurzfristig machen? Denn ich meine, 2 Titel sind weg bei Bayern. Den in der Champions League zu holen, das ist auch nicht sehr wahrscheinlich. Also das ist ein Harakiri-Unternehmen für einen neuen Trainer. Der kann nur noch verlieren. Ne? Wenn der 3. Titel auch weg ist, dann gehst du schon mal ein bisschen vorbelastet in die neue Saison. Nicht? Und Schmidt steht auf keinen Fall zur Verfügung für das den ist FC Bayern. Man hat ihm ja schon wiederholt den Rentenvertrag angeboten. Das will er nicht, lehnt er kategorisch ab. Stur ist er eben auch.
je besser er wird, desto sturer im Kopf. Ne? Naja, aber die Taktik auf dem Spielfeld stimmt eben und ja, der Erfolg spricht für ihn. Wie gesagt, vom Abstieg redet in Heidenheim auf der Ostalb schon lange keiner mehr. Also Max Eberl hat es gehört, Schmidt steht nicht zur Verfügung, kann er sich den Anruf schon mal sparen. Wichtig wird es natürlich, wie sehr Bayern einen Trainer brauchen würde, wie es denn ausgeht. Und da brauchen wir jetzt deinen Tipp. Heidenheim, Bayern. Was sagst du, Klaus? Wie geht's aus? Ja, als Lokalpatriot würde ich sagen, 2-1 für den FCH. Auch wenn es euch nicht gefällt. Das klingt nach einem sehr ungemütlichen Münchner Wochenende. Klaus, dann sage ich vielen Dank, dass du da warst und schaut so aus, als wenn wir uns in der nächsten Saison mindestens zweimal wiederhören. Ich bedanke mich. Danke. Ja, das war's auch schon wieder mit der Folge Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, du weißt ja, abonnier den Bayern Insider in deiner Podcast-App. Ja, und wir blicken voraus, denn nächste Woche ist Champions League. Bayern gegen Arsenal, zwei Spitzenmannschaften. Und Thomas Müller hat schon gewarnt, er sagt, das ist jetzt nicht das Arsenal, das wir in den letzten Begegnungen eigentlich immer, ja, er hat es nicht gesagt, weggeputzt, aber es war schon immer sehr, sehr klar. Und dieses Mal spielen sie ganz oben in der Meisterschaft in der Premier League mit. Also ist nicht zu unterschätzen. Ich werde in London sein und bin schon sehr gespannt auf das Duell. Und wenn Champions League ist, da erklingt immer diese berühmte Champions League-Hymne. Und ich finde, macht immer Gänsehaut. Und Hymne, das ist noch ein Stichwort. Ein Hörer vom Bayern Insider, das ist der Rainer Uhl. Und ich war in Regensburg und gehe da gerade durch die Altstadt, hatte da gerade eine Geburtstagsfeier bei der Familie Dorfner, Hans Dorfner, ihr wisst, Bayern-Legende, hat einen Sohn, Maxi Dorfner, der hat gefeiert. Und als ich da gerade ein bisschen verkatert durch die Altstadt gehe zum Frühstücken, hält mich ein Passant auf, der steigt vom Fahrrad und sagt, hey, du bist doch der Falki vom Bayern Insider und ich muss dir was erzählen. Und das hat er dann getan und es stellt sich heraus, er hat eine Hymne für den FC Bayern geschrieben, hat es auch dem FC Bayern geschickt. Aber bis jetzt hat er sich noch nicht durchgesetzt, dass dieses Lied gespielt werden soll. Und deshalb habe ich ihm angeboten, du, ich höre mir es an und ich habe mir es angehört und ich habe ihm gesagt, du, dann spiel mir deine Hymne so ein bisschen mal im Bayern Insider an. Und deshalb hör mir da mal rein. Denn du weißt ja, auch in Sachen Musik gibt beim Bayern Insider ein bisschen was immer. Bayern Insider, der Fußball-Podcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter @cfbayern. C für Christian, F für Falki und dazu ganz viel Bayern.